Ich probiere jetzt einfach mal. Oh, sehr gut. Super cremig, wirklich super cremig. Ich bin Maurice Geiler und ich koche heute mit Oliver Rau eine Kartoffelsuppe. Allerdings etwas anders. Genau, nämlich mit Krönungen. Wir kochen etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, in das ich mich in den letzten Monaten sehr auch verliebt habe, nämlich eine Suppe. Na, dann hoffe ich, du verliebst dich auch in meine Suppe. Die ist tatsächlich ganz einfach, denn ich finde, wenn man gestresst nach Hause kommt, muss es schnell gehen. Und es gibt eine Kartoffelcremesuppe, damit ein bisschen Würze reinkommt, noch ein bisschen Petersilienwurzel dazu. Und dann habe ich, es gibt eine Kartoffelkönigin, und ein paar Krönungen für sie mitgebracht, nämlich verschiedene Toppings. Wir zeigen zwei. Und ich habe aber noch zwei im Hinterkopf. Oh, sehr gut. Deshalb steht, beziehungsweise liegt auch hier schon der Pürierstab. Richtig. Den werden wir brauchen. Was brauchen wir denn noch an Zutaten? Kartoffeln, Butter, Petersilienwurzel. Das ist die Petersilienwurzel. Genau. Ich wusste nicht tatsächlich, dass Petersilienwurzel auch wunderbar verarbeitbar ist. Aber wenn man hier dran riecht so ein bisschen, dann riecht die Petersilie wirklich raus. Schon lecker, ne? Super. Es riecht sehr, sehr lecker. Am Ende noch ein bisschen Majoran, Gemüsebrühe. Zwiebeln hatte ich, glaube ich, schon. Ja, hier liegen und die Sahne natürlich. Was ist der erste Arbeitsschritt, lieber Oliver? Ich nehme an, Das, was man am liebsten macht, Kartoffel schälen. Vielleicht magst du schon mal den Topf vorbereiten. So zwei Esslöffel Butter rein. Dann kümmere ich mich noch um die Petersilienwurzel. Also, die riecht ganz, riecht's auch, also das ist wirklich verrückt. Ich hatte, also dass die Petersilie eine Wurzel hat, ist mir klar. Ne? Also ganz so blöd bin ich da nicht. Aber dass die so stark auch wirklich wie die Petersilie an sich riecht, ich beiß jetzt mal rein. Das ist im Prinzip eine schärfere Karotte. Von der Sache her. Die Butter. Die lässt du jetzt nur zu laufen, vorsichtig? Oder richtig. Ist die auch gleich, klärst du die gleich? Oder was passiert damit? Schön zu laufen lassen und dann die Zwiebeln drin andünsten, glasig. Dann kommen Kartoffeln, Petersilienwurzel dazu. Und dann wird aufgeschüttet mit Brühe und Sahne. Und dann lassen wir es schön kochen. Ah, fertig. Klingt super. So, ich denke mal, so 2-3 Minuten müssten reichen. In der Zeit kann ich ja schon mal Petersilie vorbereiten. Wie weit möchtest du sie? Nur glasig oder auch nur schon? Glasig, okay, genau. Nur glasig. So. Kartoffeln auch schon dazu. Ja. So. Alle Kartoffeln sind jetzt im Topf. Jetzt fehlt, glaube ich, nur noch die Brühe. Und die Brühe und Sahne, genau. Und da kocht es jetzt auch langsam bei der Brühe. Hat schon gekocht, ich habe schon runtergestellt. Ach so, okay, gut. Können wir direkt und da auch nicht sparsam sein. Bringt ja auch den Geschmack so. Ach, so machst du das? So mache ich das. Normal habe ich ein anderes Gefäß, aber jetzt hoffe ich, dass wir es reinkriegen. Wenn nicht, wir machen erst mal. Gucken, wie weit gib mal den Topf, machen wir es Topf zu Topf. Geht einfacher. Warum machst du das so? Weil du nicht die Brühe in den Kochtopf? Frag mich nicht. Okay, gut, ich frag irgendwie mich nicht. Schon immer so gemacht. Okay. Und da nicht sparsam sein, das heißt, da können wir durchaus noch ein bisschen was da reinpacken. Da kann noch was rein. Ja. Okay. So. Und das kommt jetzt in das den Das kommt in Topf. Den Topf dazu. Das ist interessant. Also ich finde es echt interessant, dass du quasi erst die ganzen, ich sage jetzt mal, festen Bestandteile reinmachst in den Topf. Du hast ja unten die Butter, die ja schon so ein bisschen gebrodelt hat mit den Zwiebeln. Und da oben die Kartoffeln draufgepackt. Und jetzt erst die ganze Flüssigkeit drauf. Und dann noch Sahne dazu. Wir wollen es ja schön cremig. Manche machen es am Schluss. Ich tue es einfach jetzt dazu. Da bin ich. Darf ich rühren? Ja, gerne. Okay. Und dann lassen wir es jetzt schön 20 Minuten köcheln. Und können uns dann in der Zwischenzeit sozusagen um die Krönungen kümmern. Okay.
Die Krönung. Was hast du denn so als Krönung vorgesehen? Schön klassisch. Einmal Kürbiskernöl mit gerösteten Kürbiskernen. Oh, alles aus ist Kürbis. Einfach wunderbar. Ja. Und ja, schön Speck mit selbstgemachten Croutons. Hm. Was machen wir denn als erstes jetzt, wenn es ums Topping geht? Ich würde sagen, rösten wir mal die Kürbiskerne an. Hm. Oder das machen wir in der Pfanne? In der Pfanne, ja. Hm. Bei den Kürbiskernen. Da kommt nichts in die Pfanne, ne? Du nimmst das natürliche Fett aus den Kernen. Richtig. Das finde ich gut. Was hätte sagen können? Und beim Speck letztendlich genauso. Hm. Also okay, da gibt ja auch wahnsinnig viel Fett ab. Vor dem Pürieren mache ich noch den Majoran dazu. Da finde ich, da reicht so ein bisschen. Also es, dann würde ich es einfach sagen, nach Geschmack soll sich jeder nachwürzen. Mhm. Und bei Cremesuppe passt natürlich auch Muskatnuss immer wunderbar. Ansonsten ist das, was ich hier ganz praktisch finde, das ist halt so ein Muskatnussreiber, wo du in dieses kleine Gefäß reinreibst. Genau. Das finde ich eigentlich ganz gut. Da bleibt nämlich oft was hängen, da muss man manchmal gar nicht mehr reiben. Nimmst einfach die Reste vom letzten Mal. So. Einmal nochmal rumrühren, pürieren und dann kannst du eigentlich schon mal die Teller vorbereiten. Ja. Jetzt würde ich sagen, machst du deine vegetarische Variante und ich die fleischige. Mhm. Also ich würde hier ein bisschen mit den Kürbiskernen arbeiten, von der Mitte ein bisschen nach draußen gehen. Ich muss sagen, weil du ja gesagt hast, eine Kartoffelsuppe mit Krönung. Ich gehe jetzt mal aus eine Krone, wie sie die Königin in England trägt, also schon ein bisschen opulenter. So. Und du hast ja hier noch so ein tolles Kürbiskernöl. Öl. Genau, ich mache gerne immer ein bisschen so einen Kreis. Mhm. Und dann noch, wenn man Petersilie mag, hier dazu. Ja, auf jeden Fall. So. Mag ich auf jeden Fall. Und es ist angerichtet. Es ist ja immer sehr schwer, wenn man die gesamte Zeit auf den Topf schielt und nicht probieren darf. Aber jetzt ist es soweit, wir dürfen probieren. Genau. Und du weißt, ich mache sie gerne scharf. Machst du auch noch ein bisschen Pfeffer? Nee, mach ruhig. Okay. Ich bin, glaube ich, ganz glücklich damit. Ich probiere jetzt einfach mal. Oh, sehr gut. Super cremig, wirklich super cremig. Und ich muss dir sagen, du magst es ja vielleicht nicht gerne hören. Aber ich finde das gut, wenn noch so ein paar Stückchen drin sind. Das gibt der Sache hier gerade was. Aber ich verstehe das. Es kommt ein bisschen aufs Topping drauf an, welches Topping du hast. Genau, aber da finde ich es jetzt auch perfekt. Mhm. Boah. Also, es tut mir sehr leid, wenn wir euch so ein bisschen das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Es ist super lecker. Also, selber machen. Habt ihr Lust auf noch mehr leckere Kartoffelrezepte? Dann abonniert unseren Kanal, das könnt ihr hier machen. Und dann zeigen wir euch in diesem Video ganz, ganz einfache Tricks, wie ihr ganz simple Kartoffelgerichte noch besser machen könnt. Also, anschauen. Und nicht vergessen, die Glocke aktivieren.